mich Herr Roland Nobel? Ja, Alter, was gibt's denn, Alter? Es ist voll spät, Mann, was willst du? Hören Sie meine Stimme? Ich kann deine Stimme hören, Alter. Du klingst wie so ein Kobold. Was willst du denn, Alter? Ja, aber Sie hören meine Stimme, ja? Alter, ja, ich höre deine Stimme. Was willst du, Mann? Ja, okay. Okay, ich werde Ihnen erklären. Mein Name ist Andreas Bock. Ich wende mich von der Gay-Nasset. Was? Von der Gay-Sauna? Hast du gerade gesagt, du meldest dich von der Gay-Sauna? Welche Gay-Sauna? Ach so. Ist das der Club, wo der Rainer immer absteigt? Nein, nein. Das ist nicht mit der Club verbunden. Also, ich anrufe bezüglich Ihre Handelskonto. Okay. Es läuft eine Untersuchung im Rechtsrahmen und wir sind beauftragt, von ESMA eine Untersuchung im Finanzrahmen durchzuführen. Warum ist das lustig? Thomas, bist du das? Thomas? Nein, ich bin nicht Thomas. Was ist mit deiner Nase? Hast du Schnupfen, Alter? Du hörst dich voll komisch an. Ja, ich habe Schnupfen. Ja, ja, putz dir mal die Nase, Alter. Oder brauchst du da Hilfe dafür? Ja, aber ich bin... Nein, ich bin nicht Thomas, ich bin Andreas Bock. Andreas Bock. Ziegenbock oder Schafbock? Nein, Bock. So. B wie Baum, O wie Olaf, C wie C und K wie Kaufmann. B wie K, hast du das gerade wirklich gesagt? Alter, Warum sind Sie so lustig? Haben Sie jetzt was geraucht? Was verschafft mir die Ehre dieses Anrufes zur nachtschlafender Zeit, Senior? Was möchten Sie? Ich möchte Ihnen helfen, also ich anbiete Ihnen nicht irgendwo zu investieren, sondern Sie haben dann Probleme bei der Auszahlung gehabt, ja? Also investiert in die Kryptomarkt und Finanzmarkt und hatten Probleme mit der Auszahlung. Bin ich richtig, Herr Nova? Total, ja. Ja, und ich kann Ihnen helfen, also diese Summe zurückzukriegen, ja? Wenn wir zusammenarbeiten, in diesem Fall können wir Möglichkeit haben, also diese Summe zu finden und zurückzukriegen. Also ich kann Ihnen das nicht 100% garantieren, dass wir diese Summe finden werden. Aha. Aber je mehr Informationen Sie mir zur Verfügung stellen über Ihr Handelskonto, desto mehr Chancen haben werden wir haben, also diese Summe zu finden und auf Ihr Bankkonto zu überweisen. Alles klar, das hört sich gerade voll an, wie so die ersten 5 Minuten vom Buch Die Schatzinsel. Hast du die Schatzkarte? Da weißt du, wo wir hin müssen. Nein, das ist nicht lustig. Das ist kein Witz. Das ist meine Organisation ist eine auch Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei. Ach so. Wir helfen die Kunden, beschädigten Kunden. Kein Schatz. Also das hat lange. Ich kann Ihnen das nicht garantieren, aber wir können das versuchen, Herr Nova. Ja, Long John Silver hat seine Gespräche auch so geführt. Für mich ist sehr, ich bin sehr froh, dass Sie auch fröhlich sind, aber bitte seien Sie bitte nicht kindlich, ja, also das ist eine echte Sache und wir haben jetzt Möglichkeit, wenn Sie uns Informationen zur Verfügung stellen, aha, diese Summe zu finden. Ja, das ist gut, ich meine, sowas hätte ich jetzt hier nicht erwartet, als ich mich beim Rollenspieltelefon angemeldet habe, aber ist es okay, wenn wir das Geld zusammen finden, dann teilen wir auf, oder was, durch 9 Leute? Nein, wir sollen nichts verteilen, das ist kostenlos, wir bekommen also unser Entgelt von ESMA und wir sind beauftragt von ESMA. Wer ist ESMA? Die Untersuchung, ich bin ESMA ist europäische Wertpapier- und Marktautorität. Das ist offizielle Organisation, die Bedingungen für den Finanzmarkt und Kryptomarkt führt. Ach, aus London oder was? Nein, das ist eine weltweite Organisation. Ah, das wird immer interessanter. Und du bist der Quartiermeister auf dem Schiff oder wer ist das? Ich bin nicht, also ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ja, ja, klar, klar. Und Gesundheit, Alter, hast du Malaria, oder? Nein, ich habe keine Malaria. Das ist kein Witz, das ist nicht lustig, ja? Verstehen Sie, ich bin ein bisschen erkältet und Sie jetzt versuchen nicht korrekt mit mir zu sprechen, ja? Du, ich hab nichts gegen Einbeinige. Du, ich hab selber einen Papagei. Das ist in Ordnung.
Welcher Papagei? Ich bin nicht Papagei. Nein, nicht, ich habe ich zu Hause. Ja, und was macht Ihr Papagei? Schlafen jetzt, ist spät. Spät? Ja, klar. Wie lange musst du arbeiten, also, Kollege? Ist voll spät, Mann. Ach, du hast Nachtwache, oder? Oder nicht? Ja, klar, du, wir können also einen Kontrakt machen. Meine Schicht ist von 12 Uhr bis 21 Uhr. Ich habe solche, also Schicht. Und ich arbeite jetzt, aber sie geben mir keine Möglichkeit, zusammenzuarbeiten. Also bist du doch Quartiermeister oder Schatzmeister oder wie ist bei deinem Rang bei der Truppe? Nein, ich bin nicht Quartiermeister, ich bin ein Finanzberater. Ich helfe die Kunden, also die geklaute Geld, die sie verloren haben, zurückzukriegen. Das ist also bist du von der einzigste Kunde sie sind nicht der einzigste meiner Kunde. Also jeden Tag spreche ich mit tausenden solcher Kunden wie Sie, die zu viel Geld verloren haben. Also können Sie mir einfach erklären, was passierte in Ihrem Fall? Was war Ihr Problem? Und das Problem war, wir waren auf halbem Weg nach Cahokia und dann sind die gekommen und haben gesagt, gib die Kohle her, sonst schießen wir. Was haben Sie gemeint? Geschossen? Ja, also wir nicht. Wir sind ja ein einfaches Handelsschiff gewesen. Handelsschiff? Aha. Investment machen, ne? Sie haben, okay. Und wen haben Sie erschossen? Nein, ich habe doch niemanden erschossen. Die haben das Geld genommen. Ah, Geld genommen. Also Sie haben investiert. Und wie groß war Ihre Investition? Ach, was war es? 6.000? Dukaten sind weg. 6.000 haben Sie investiert. Möglich erinnern Sie die Namen von Ihrer Plattform oder von Ihrem Finanzberater? Ja, Long John Silver hieß der Typ. Long John Silver? Ja. Also, Sie möchten mit mir spielen, ja? Bin ich richtig? Warum? Wer ist Long John Silver? Ist eine Pirate. Woher kennst du ihn? Bist du auch von seiner Mannschaft? Nein, ich bin nicht von dieser Mannschaft, aber Sie sehen das ein bisschen komisch, ja, Herr Nova? Ich finde es schade, dass die ganze Kohle weg ist. Nein, Sie sprechen jetzt mit mir über ein Stevenson-Buch, ja? Und dort gibt es Long John Silver. Also, von Karibien oder Pirat von Karibien. Sie erzählen mir jetzt ein Märchen. Nein, ja? Überhaupt nicht. Das ist bittere Realität. Charles Wayne war auch dabei. Ich schwöre, beim Namen meines... Bittere? Ha? Schwören Sie, können Sie Ihre Kinder schwören? Dass Charles Wayne dabei war, ja. Der hat gesagt, sein Name ist Charles Wayne. Charles Wayne? Ja, richtig. Und wann kriege ich mein Geld wieder? Dafür brauchen wir Identität und Liquiditätsnachweis, Herr Nova. Ach so. Also ich habe dir jetzt ja gesagt, der heißt Charles Wayne und ich habe die Überweisung von 6.000 Dukaten. Haben Sie Kontoauszüge gespeichert? Kontoauszug von Ihrer Überweisung? Muss ich Screenshot irgendwie? Ich habe irgendwo einen Screenshot gemacht für die Königliche Marine. Muss ich gucken, ob ich den noch wieder finde? Ja, das ist sehr schön, dass Sie diese Screenshot von Ihrer Überweisung und Transaktion gemacht hatten. Das wird uns helfen bei Untersuchung, im Finanzrahmen, die wir durchführen sollen. Ich finde das klasse. Und wie lange dauert? Herr Nova, also ich möchte Ihnen etwas fragen. Gebrauchen Sie WhatsApp auf diesen Telefonnummer? Nein, wir machen das alles mit Tauben. Mit was? Telegram. Nein, Telegram gebrauchen wir nicht. Also, dann installieren Sie bitte WhatsApp auf Ihr Telefon. Warum? Das ist gefährlich, Mann. Nein, gefährlich ist mit Telegram das zu machen, und weil Sie Probleme hatten mit solcher Firma, die Ihr Geld geklaut hat. Es ist gefährlich, Ihnen per Mail diese Informationen zu schicken oder per Telegram. Wir arbeiten nur per WhatsApp. Ja, aber WhatsApp ist doch für Firma gar nicht erlaubt in Europa. Nein, nein, alles ist erlaubt. Also wir arbeiten und alle großen Unternehmen arbeiten mit WhatsApp. Also ich habe noch nie eine WhatsApp von der Sparkasse bekommen oder von Deutsche Bahn.
Oder von der Marine? Nein, ich brauche WhatsApp von Deutsche Bank nicht. Also Sie sollen WhatsApp haben, um Informationen auszutauschen. Ja, aber du kannst doch jetzt mit mir reden. Weißt du, die haben bei WhatsApp mein Geld weggenommen. Danach habe ich gelöscht, die Route von der Grand Line. Nein, per WhatsApp kann niemand Geld wegnehmen. Also Sie Na verstehen doch. Etwas nicht in diesem Bereich. Nein, per WhatsApp ich kann niemand nur, dass, so Geld. Ich weiß nur, dass meine Kohle weg ist. Und inzwischen ist unser kleiner Tukarkan, den wir hier hatten, ein Linienschiff der ersten Klasse mit 123 Kanonen. Also wenn die das nochmal versuchen, dann gibt es die volle Breitseite. Zweimal, wenn es sein muss. Dann müssen wir den Kahn vorher nur umdrehen, weißt du? Was sollen wir umdrehen? Na, die Kohle muss wieder herkommen. Also, Sie möchten mit uns nicht zusammenarbeiten, verstehe ich? Doch, ich will mein Geld, ich will mein Geld wieder haben. Ja, aber welche, über welche Schatz oder über welche Map sagen Sie mir? Also ich sage Ihnen sehr einfach, haben Sie WhatsApp? Nein, habe ich nicht. Sie sollen das installieren. Möchte ich aber nicht. In 10 Minuten werde ich Ihnen zurückrufen und... Das wird, also das sollen wir gebrauchen für den Informationsaustausch. Nein, ich möchte das nicht. Also dann werden Sie keine Möglichkeit haben, diese Summe zu bekommen. Das ist voll die Erpressung, Alter. Du bist doch ein Pirat. Nein, ich bin nicht ein Pirat. Ich arbeite bei der Rechtsanwaltskanzlei. Ich bin Finanzberater. Ich hilf Kunden, also das Geld zurückzukriegen. Bratan, wie ist die Webseite von deiner Kanzlei? Sag mir. Was? Domain. Haben Sie mir gesagt? Was bedeutet Bratan? Bratan, du bist wie mein Bruder. Du willst mir helfen, mein Geld zurückzubekommen. Sag mir Domain von deiner Rechtsanwaltskanzlei, Internetadresse. Auf welche Sprache ist Bratan? Kasachisch. Kasachstan. Kasachisch? Sie sind Kasach? Da. Ich folge dem Falken. Sie sind ein Kasach? Na klar. Kasachstan. Okay. Wie Borat. Also, möchten Sie mit uns zusammenarbeiten, oder nicht? Ich möchte mein Geld wieder haben. Ja, okay. Ich werde Ihnen helfen, wenn Sie WhatsApp installieren auf Ihr... Wie ist die Internetseite von deiner Rechtsanwaltskanzlei? Sag mir. Zuerst sollen Sie das installieren, WhatsApp. Nein. Ich werde per WhatsApp Ihnen alle Informationen... Sag mir dein Domain. Welche Domain? Von Rechtsanwaltskanzlei. Wie heißt die Kanzlei? Ja, wie ist die Domain? Ich werde das Ihnen zeigen, wenn Sie installieren WhatsApp. Alter, wir sind doch hier nicht bei Hannibal Lecter, Alter. Quid pro quo. Ich erzähle dir was, du erzählst mir was. Ich werde Ihnen jetzt... ich werde jetzt buchstabieren dann. Dabei. Schreiben, was bedeutet dabei? Dabei heißt mach endlich. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Vor allem nicht die ganze Nacht, okay. Alter. Schreiben Sie regain-asset.com. Also wenn, dann müsste das assets.com heißen, wenn man es grammatikalisch richtig machen will. Welcome to Regain Asset. Oh, guck mal, da ist unten gleich ein Chatfenster. Aus Luxemburg ruft ihr an. Angeblich. Nein, ich rufe auf der Vereinigten Königreich. Lang lebe der König! God save the King! Ja, thank you. Yeah, you're so welcome. For how long have you been scamming people, you pirate? I am not a pirate. I never scam people. You're internet so pirate. Internet pirate. No, I am not a pirate. I'm not a pirate. Wie viele Kanonen hat dein Schiff? Okay, Sie möchten uns mehr beleidigen jetzt, oder? Nein. Das möchte ich auf keinen Fall tun. Das würde ich niemals machen. Aber über welche Kanonen sprechen Sie mir und über welche... Über die Kanonen. Guck mal, ich schicke dir eine E-Mail, ich zeig dir meine Kanone, wenn du mir deine zeigst. What war you mad, Pederast? Das ist lustig. Was bedeutet why you mad, Pederast? Ah, das heißt, ich möchte mit dir zusammen Plätzchen auf dem Weihnachtsmarkt essen. Was bedeutet? Haben Sie mir beleidigt? Nein. Ich verlange Parley unter ehrenhaften Piraten. Wir müssen verhandeln. Ich bin doch auch ein Pirat, Mann.
Also, Sie haben mir nicht beleidigt. Nein, nein, ich bin der Kapitän der MS Big Dick Dimitri, verstehst du? Und mein Schatzmeister sitzt auch hier, der ist aus Indien. Aha. Okay. Sie möchten mit uns nicht zusammenarbeiten. Bin doch, richtig? Ich möchte Geld verdienen. Zurückbekommen. Falscher Text. Mein Skript ist noch nicht mehr aktuell. Weißt du, ich möchte Ihnen dir etwas sagen. Ich habe deine Mutter gefickt. Du weißt du das? Du von der Rechtsanwaltskanzlei hast du das gemacht? Oh, Freund, ich kann nicht mehr.